Willkommen zu Guild Wars 2, Lebendige Welt, Staffel 1, Episode 3. Wir sind noch hier in dieser Instanz von Scarlet Spielhütte. Und ich bin noch am Versuchen, nochmal hier kurz diese Truhe zu holen. Falls das alles nicht klappt, dann gut, dann klappt es halt nicht. Dann, ne, aber... Mal sehen, es war doch irgendwie so, dass ich hier durch die Wand auch noch durch konnte. Ja, weil das wieder nicht solide war, irgendwie ganz weird. Das guck mal kurz. So teleportiert? Ne, werde ich nicht. Okay. Ich habe mir nämlich so überlegt, vielleicht machen wir einfach von hier so einen Drop. Ah, fuck! Okay, so weit können wir nicht. Ah, okay. Krieg ich aber hin. Ich kann auch hier schon einen Drop machen. Also hier. Da. Okay. Jetzt bin ich hier oben. Und... Oh nein, ich bin stuck, oder? Okay, da konnte ich einfach runterjumpen. Okay, nochmal. Das hat funktioniert. Irgendwie konnte ich da runterjumpen. Dann probieren wir es nochmal. Da war ich dann doch nicht stuck. Das ist eine gute Idee. Dann kriegen wir das doch noch hin. Ich weiß nicht, ob das wirklich die richtige Lösung ist für diese ganze Situation, ne? Aber das ist so das, was mir einfällt. So, und... Ja, perfekt. So, jetzt sind wir hier. Und dann haben wir die Truhe. Und hier ist dann extra so ein Kasten, damit man da rüberkommt, aber... Ja, brauchen wir das gar nicht. So, und den Rest, den können wir ja machen, weil wir da hinten... weil wir da irgendwie hoch konnten. Und da ja auch durch die Wand da, oder an die unsichtbare Wand sein sollte, kommen wir ja auch durch. Und dann hätten wir Zugriff auf das da oben. Und da. Also hier. Und okay, da kommt man, müsste man sowieso hinkommen. Ja, da kommt man sowieso hin. Aber die Truhe da. Die Truhe ist doch bestimmt so scheiße versteckt. Nee, da hätte man auch hin. Ja, oder? Nee. Nee, die ist bestimmt doof versteckt. So. Das sieht wertvoll aus. Wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob das so gewollt ist mit dem... Mit dem ganzen... da hätte man auch ganz easy hinkommen können. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das so gewollt ist von der Arena, nicht? Dass man einfach nur durch Wände gehen kann. Ich hab wieder... Das glaube ich nicht hin. Scheiße, aber der Boden weg. Oh, ich glaube, die Instanz. Yo, die Instanz ist voll verbuggt. Ich glaube, das war ein guter Beweis dafür, dass das wahrscheinlich wirklich nicht gewollt war, dass man durch die Absperrung dadurch gehen machen sollen. Dementsprechend nehme ich das einfach mit. Und falls es doch gewollt ist, dann ist das wieder so ein Ding, so, wo ich mich frage, warum muss man ein Spiel, also so Sachen, für ein Achievement oder für irgendwas, für so ein Collectible, so verstecken, dass man quasi da nur hinkommt, indem man... Ja, über Wege dahin gelangen, die so wirken, als wäre das irgendwie total geglitscht. Dann sollte man das doch eher komplett lassen, weil ich finde halt,
Wenn das wirklich gewollt ist, man hier so durchgeht, hätte man dann nicht auch einfach das hier komplett weglassen können? Damit dann auch wirklich offensichtlich ist, dass man da durchging. Aber wer geht. Das ist unlogisch. Ne? Dass man da einfach so durchgehen kann. Dementsprechend. Ich glaube nicht, dass das so gewollt ist. Scarlets Buch der Gedichte, Band 3. Es flüstert mir am Hals. Die Stimme blutig schrill. Klauen in meinem Rücken. Nicht stören. Schweig fein still. Scarlets weirde Gedichte. Das müsste... nee, da ist noch ein Hebel. Aber wir haben zumindest bis jetzt alles doch gefunden. Man muss ein bisschen umdenken, wenn man die Sachen haben möchte, scheinbar. Gehört zumindest zu der Zeit mit der Aufnahme. Dass man dann einfach durch die Absperrungen durchgeht. Was eigentlich nicht möglich sein sollte. Lust zu töten steigt. Und dann. Ja. Wirst du das schon irgendwie hinbekommen, da die Sachen zu erreichen. Es ist ganz lustig, also es ist mal ganz lustig, aber es ist. Eigentlich sollte es nicht die Regel sein, sowas zu machen. Dementsprechend hoffe ich mal. Dass sie das fixen. Weil das ist ja. Was soll das? Also, dass sie es entweder fixen. Oder dass sie halt einfach beim nächsten Mal sich vielleicht überlegen, das nicht so zu machen, weil das einfach komplett nicht stimmig ist. So, das kann ich wahrscheinlich hier auch wieder durchgehen, ne? Ne, hier geht's nicht. Aber vielleicht ja hier. Ne, hier geht's auch nicht. Okay. Aber kann ich das tricksen, indem ich hier so rüber. Nee, hier kann ich nicht tricksen. Also hier funktioniert es wieder nicht. Aber wenn ich es vielleicht, wenn ich es dann öffne oder so. Vielleicht liegt es daran. Nee, es liegt nicht daran. Okay. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch so, dass normalerweise sich eigentlich diese Türen hier öffnen sollen, aber das irgendwie ein Glitch, dass irgendwie ein Bug ist oder sowas. Und dann ist da irgendwie, ne? Irgendwas verkehrt. Aber theoretisch, wenn ja das nicht funktioniert und wir da oben dann nicht hinkommen zu den Truhen, zu der Truhe, die da noch ist, dann müssen wir ja hier vorzugehen haben. Spielen wir Riesenkeule gegen überreife Frucht. Ich bin die Keule. Auf sie! Wir heilen wie ein Wesen. Was müssen wir jetzt hier machen? Wir müssen irgendwie. Ich fühle mich stark. Scarlet. Achso, die hat aber diesmal kein Schild. Wir können sie diesmal angreifen. Wir heilen wie ein Wesen. Läuft. Sehr gut, genau. Wir heilen auf sie! Wir heilen wie ein Wesen. Auch eine sehr krasse Technologie, dass man Hologramme Schaden zufügen kann. Wir heilen wie ein Wesen. Diese Heilung war sehr unnötig. Auf sie! Wir heilen wie ein Wesen. Thank you.
Also mit dieser Keule wird das einfach nichts. Ich muss etwas anderes finden, womit ich euch schlagen kann. Ja, versuche es doch nur. Oh, jetzt kommen. Aha! Jetzt müssen wir oben in die Mitte. Und jetzt gehen die Sachen wahrscheinlich alle aus. Jetzt können wir die Wege alle benutzen. Und jetzt ist wahrscheinlich eigentlich der Zeitpunkt gekommen, wo wir oben raufgehen können. Aber das konnten wir schon die ganze Zeit. Weil das ja rumgeglitscht hat. So, hier ist noch ein Tagebuch. Die Sorgen einer Ätherklinge. Hora sagt, wenn wir den Ätherklingen beitreten, würden wir großes Ansehen erlangen. Endlich mal reisen hier und da eine Rauferei. Einfach ein paar Stadtratten, lol. Die sich in der Welt umsehen und dabei aufregende Abenteuer erleben. Bisher habe ich aber nichts getan, außer Scarlets Gedichte hier zu verteilen. Die Dame hat ein gutes Ziel vor Augen. Sie will Wellen schlagen und sich ums Geschäft kümmern. Aber bisher haben wir bloß ein paar Streiche gespielt und in Höhlen herumgehangen. Ein paar Mal gab es auch Kämpfe, aber irgendwie scheint nicht so recht zu klappen. Unsere Moral ist am Tiefpunkt. Ich meine, also wirklich, Rosen sind rot, der Kommandeur mehr blau so. Das hätte mein kleiner Bruder im Schlaf verfassen können. Was soll das, Scarlett? Meint sie, das macht irgendwie Angst? Diese Seite schon, also, die macht mir immer Angst. So macht man das. Wo haben wir das komplett hier? Ja, wir haben alle Truhen. Aber auch alles andere? Okay, es gab auch nur zwei Aufnahmen. Okay, dann haben wir scheinbar hier wirklich alles. Es ist immer noch nicht hier offen. Können wir hier draußen durch? Na, wir gehen mal den richtigen Weg. Es ist sowieso nichts mehr zu holen. Wir haben scheinbar hier alles. Wir folgen mal den Pfeilen. Hier und dann so rum. Ganz wichtig, diesen Pfeil so genau, wie der da ist, auf der Map folgen. Und dann da den Weg hoch. So. Nennt euch den Zentrum des Pavillons. Ja, machen wir. Aber hier erstmal optional. Meldet euch bei euren Verbündeten. Jo, das mache ich. So, fahren. Was los? Meine Zeit ist kostbar. Euer Gefährte Braham war so freundlich, mir sein Hemd anzubieten. Aber ich habe dankend abgelehnt. Mir ist immer noch so warm vom heißen Dampf dieses Kessels. Ihr möchtet fahren? Bitte zieh dir was an. Ich warte hier mit dem Überlebenden und stelle sicher, dass sie heil die Oberfläche erreichen. Geht ihr schon mal vor. Bram gibt euch Rückendeckung, sobald die Luft rein ist. Jo, danke, Rox. Was? Lasst mir ein bisschen Spaß über hier, so sehr ich auch Scarlett eine wertvolle Lektion über die Kampfeslust von Norn erteilen möchte, ich muss zurückbleiben und dafür sorgen, dass die Überlebenden heil hier rauskommen. Na gut, wird gemacht. So, optional abgeschlossen. Hier ist offen. Das ist die Chance, jetzt da oben rumzulaufen und die ganzen Sachen zu machen, wenn man nicht sowieso schon durch hier durchlaufen könnte. Also, hier geht's hier? Ne, hier geht's wieder nicht. Vielleicht geht's ja hier. Es ist sehr merkwürdig, aber wir haben durch den Trick zumindest alles erreicht. Eiskalt. Na sowas. Die Ratten sind aus dem Kanal gekrochen.
Schön, dass ich endlich das Gesicht zu dem Schwanz kenne. Es ist eine Schande, dass die Königin mich zum Handeln gezwungen hat. Aber ich muss sagen, ihr seid kein schlechter Tanzpartner. Kommandeur, hiermit hatte ich gar nicht gerechnet. Ich mag zwar ein wenig Abwechslung, aber ich rate euch dringend, hiervon abzusehen. Ja, sie ist ja schon längst tot, deswegen ist das nicht so... Ne? Ich nenne auch immer die Flächen auf dem Boden, beim Telegrafen quasi, ne? So nennt man das. Im Fachkreise nennt man das so. Einfach nicht ansatzweise die Größe des Ringes oder des Flächen, der Fläche, die dann auftaucht, anzeigen. Das ist ganz fies. Wir heilen wie ein Wesen. Aber es wird gegen Scarlet gekämpft. Natürlich, Leute. Natürlich werden wir die hier wahrscheinlich nicht killen, ne? Weil Scarlet ja erst dann stirbt, als dieses große Bohrer-Ding da, Löwenstein, da gemacht wird, ja, in der Situation. Und der Bohrer, Löwenstein. Ne, ihr wisst das doch alle noch. Ihr erinnert euch doch noch an das Ganze da, wo Scarlet dann den Bohrer da, Löwenstein da genommen hat, benutzt hat, da um die Leyline wieder und dann zu bohren. Lust zu töten steigt! Die Musik schwillt an! Das ist eine Todesfläche. Ach, und es könnte ein bisschen wehtun. Wait a moment. Okay. Die geht auch außerhalb. Ich dachte schon, wir wären stuck. Oder wir sprechen mit dem Roboter, um dann da reinzukommen. Warum muss denn das hier zugehen? Wenn die dann sowieso auch rausjumpen kann. Auf sie! Wir heilen wie also ich glaube, hier sind so einige Dinge nicht so ganz stimmig in dieser Instanz. Töten steigt. Auf sie! Na, wenn ich raus, egal. Komm, wird schon nicht so problematisch sein. Na, tatsächlich nicht. Zu töten steigt. Auf sie! Und jumpt die jetzt? Die bleibt halt außerhalb, ne? Weil wir auch außerhalb sind. Aber wozu macht man denn bitte das dazu? Die Arena? Wenn. Ja. Ich meine, wenn sowieso. Wir heilen wie ein Wesen. Auf sie! Wir heilen wie ein Wesen. So, die Hälfte haben wir. Ah, sie geht doch mal wieder rein. Ich möchte Königin Jenna ganz herzlich für ihre großzügigen Beiträge danken. Auf sie! Wir heilen wie ein Wesen. Nehmt das! Gar nicht. Atmen. Wir heilen wie ein Wesen.
Okay. Wir heilen wie ein Wesen. Nein, ja doch, war richtig. Yo! Ein bisschen Hilfe. Ihr habt was gut. Einen haben wir. Wir halten auf sie! Wo? Und den zweiten auch und der dritte hat auch noch ganz wenig Leben. Diese Arena ist voll von spaßigen Tricks. Ja, cool. Wir heilen wie ein Wesen. Ich lach später, ne? Geht, glaube ich, schneller leben, ne? Als vorher. Auf sie! Wir heilen wie ein Wesen. Ja, Problem ist halt einfach, warum sollte ich überhaupt da nicht drin stehen, ne? Ich meine, ich nehme ja keinen Schaden mehr. Also meine Rüstung nimmt halt keinen Schaden mehr. Deswegen durchsterben, das meine ich halt auch mit durchsterben. Ich kann einfach an den Feuerflächen drin stehen, dann bin ich downstead und dann kann ich mich einfach neu wiederbeleben. Ja, also bei diesem Kampf ist einmal die Herausforderung nicht da. Es ist einmal nur zäh und lange. Es ist halt einfach nicht diese... Ja gut, du hast halt einfach bekannten Herausforderungen schaffen durch Achievements. Aber, come on. Du musst doch auch eine coole Belohnung da irgendwie verbinden. Lust zu töten steigt. Wir heilen wie ein Wesen. Nein, wie soll man da aus dem Feuer rausgehen? Also ich ist ja fast... Was erledigt? Wir heilen wie ein Wesen. Oder mein Pet macht das. Ich könnte zu meinem Bogen switchen, ich bin aber zu faul davon. Ich fühle mich stark. Ich gebe nicht zu, dass ich gerade vergessen habe, dass ich noch eine Fernkampfwaffe dabei habe. Die Musik schwillt an. Okay, jetzt haben wir nochmal so eine Phase. Weh, ihr habt mich besiegt. So sehe ich denn meine Verfehlungen ein. Von jetzt an gelobe ich, lieb und gut und brav zu sein. Gut, dass das vorbei ist. Lololololol. Jetzt habt ihr meine volle Aufmerksamkeit. Ich führe eine Liste der Leute, die daran erinnert werden müssen, wie unbedeutend sie sind. Kommt mir nicht in die Quere, kleiner Quälgeist. Das hätte Konsequenzen. Klar, dass ein Schlitzohr wie Scarlet einen Fluchtplan hatte. Trotzdem, sie in die Flucht zu schlagen, zählt schon als Sieg. Wartet,
Die Irre läuft noch frei herum? Das ist nicht gut. Weder für Götterfels, noch für die Königin oder irgendwen. Ach übrigens, hat die Königin bemerkt, wie tapfer ich kämpfte, ehe man mich fing? Ich versuche, das Ganze positiv zu sehen. Ihr lebt und seid unversehrt, mein Fürst. So positiv stehen die wenigsten ihrer Opfer da. Freut euch über die kleinen Dinge. Trotzdem, sie gehört wohl nicht zu denen, die vergessen und verzeihen. Eher zu denen, die neiden und missgönnen. Stimmt. Wir müssen eben einfach auf alles vorbereitet sein. Wie bereitet man sich auf augenrollenden, zähneknirschenden Wahnsinn vor? Das kann man nicht. Ah ja. Vielleicht ja doch. Fertig damit. Besucht Logans Dienststube. Hm. Okay, machen wir das. In der nächsten Folge. Juhi. Nach diesem total spektakulären Ladescreen. Okay. Ich lese mal nur schon mal die Post vor. Excelsior. Fürst Fahren, die Umstände meiner Inhaftierung betreffend. Mein Freund, obwohl ich tief in eurer Schuld stehe und eure heroischen Rettung nicht unbeachtet lassen kann, würde ich es doch begrüßen, wenn ihr was meiner Beteiligung an dieser unangenehmen Affäre anbelangt. Höchste Diskretion walten lassen könntet. Ich danke euch aus tiefem Herzen und lasst uns bitte nie wieder ein Wort darüber verlieren. Fürst Fahren. Okay. Ja, Fürst Fahren. Ich werde mir das alles merken. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal ab zu Logan, ne? Also, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.